Morgen, meine Lieben, soeben aufgestanden, 7 Uhr morgens. Das Wetter hier in den Exumas jetzt gerade ist, naja, es ist ein bisschen gewölbt. Ihr seht hier, wir sind mitten im Nirgendwo, draußen in der Pampa, haben wir uns so ein süßes Haus gemietet. Wir hätten 3 Schlafzimmer, aber Sarah und ich teilen uns natürlich ein Bett, so üblich für Frauen, wenn man sie isst. Was wir hier so essen. Ich mag das ja total, dieses Island Life, wirklich so dieser Style hier, nicht geschminkt, irgendwie seit 3 Tagen denselben Hoodie an. Und zum Essen gibt es einfach ganz simpel nur Linsen mit Karotten, Avocado, Knäckebrot und das reicht. Mehr brauche ich nicht, da bin ich happy. So, Sarah und ich beginnen gerade unsere Schweine- und Haie-Tour. Wir haben uns hier in Private Boats mit Captain gemietet, dass wir auch schön unsere Ruhe Captain haben. Sugar. That's Captain Sugar. Hold it every thought like a razor. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Schaut mal hier, sieht man das? Hier sind 2. Hier. Ja, natürlich gibt es in den Bahamas auch Haien, wie man hier sieht. Sehr beruhigend, da reinzugehen. I remember those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Oh Gott, das war einer der geilsten Tage, die ich jemals erlebt habe. Mit den Haien auf den Scheinen. But we didn't mind. 'Cause we could lay on the ground and just stare into each other's eyes. And I